Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Letzte Folge. Lava Generator, Automatic Sieve, super viele Erze und vor allem super viel Flint. Und dann habe ich einfach mal die ganzen Erze, die aus der Kiste, aus der Doppelkiste Gravel, halbe Doppelkiste nicht mal, gekommen sind, hier reingetan. Das Problem war, ich habe einfach super viel einfach reingeworfen und da kam sowas raus wie Electrum, Aluminite und wo war es noch? Hier, Tin, wo ist der Unterschied? Shiny, Ferros, Platinum, Silber, hier Bronze. Außerdem haben wir total viel Eisen bekommen und das habe ich irgendwie vergessen aufzunehmen, keine Ahnung warum. Ich habe mir ein neues Schwert gecraftet. Und zwar dieses Aluminite-Sword. Das habe ich einfach aus dem Aluminite-Zeug bekommen. Das passiert, glaube ich, wenn du Molten Obsidian mit Aluminium mischst. Und ich sehe gerade hier, eine Ender-Lilie ist fertig. Das heißt, nein, wir haben keinen Seed rausbekommen. Doch, da ist er, okay. Eine Enderperle mehr. Und ich sehe hier gerade, sind noch ein paar Erze drin. Oh, hier sind noch zwei Redstone. Das ist richtig wertvoll, denn davon brauchen wir gleich ein bisschen was. Tue ich mal hier hin. Gut. Und jetzt will ich dieses Schwert mal austesten, denn... Lol. Was ist das? Ah, was ist das? Was ist... Ist kein Truhen öffnen. Was ist... Was ist das? Wer bist du? Wie kommst du auf meinen Server? Oh. Das ist mein Server. Nein, das ist mein Server. Hey, wie bist du hier drauf gekommen? Ich habe niemandem die IP gesagt. Ja, wieso? Ich war gerade einfach hier rum. Das ist was du da. Das ist eher die Frage, was machst du hier? Das ist mein Server. Was willst du jetzt sagen? Das ist mein Server. Was willst du sagen? It's just a prank! Ja, das war's immer. Ja, ich bin nicht mehr allein. It's just a prank. Das ist der liebe Piken-LP. Der wird ab jetzt in meinem Projekt mit dabei sein. Er macht dann selbst einen YouTube-Channel, den er, glaube ich, jetzt schon erstellt hat. Also werde ich den hier oben einfach mal verlinken. Und mit dem werde ich das jetzt zusammen spielen. Nicht mehr Forever Alone, diesen riesengroßen, blauen, weiten, sondern zusammen mit ihm. Hallo! So, und damit herzlich willkommen in meinem Projekt. Boah, lecker. Wollte ich schon immer mal. Ich hab's wieder ausgekotzt, sorry. Egal. Wo bist du da? Ich habe ihm übrigens mein Obsidian-Sword gegeben. Darum habe ich in Wirklichkeit so ein Long-Sword gemacht. Und ja, das auch. Hier unten ist mir ein bisschen Lava ausgelaufen, deswegen ist da noch ein Cobblestone-Dings. Das Zeug habe ich euch schon gezeigt und heute will ich die Erzproduktion weiter automatisieren und dazu brauchen wir ein Automatic Hammerer. Und das Problem ist, habe ich das noch nicht eingegeben? Nee. Hammerer, hier. Genau, wir brauchen dafür Eisen, das haben wir genug, und Dark Steel. Und Dark Steel haben wir, glaube ich, ein paar Sachen hier drin. Aber immer wenn sich das Inventar so von selbst sortiert, das ist schlimm. Dark Steel ist hier 3 Stück drin, genau. Und ich glaube, aus den Lootbags hatte ich was bekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe einfach mal, dass wir aus den Lootbags Dark Steel bekommen haben, denn das brauchen wir jetzt. Lootbags sind irgendwie super selten. Nicht. Da sind 3 Dark Steel. Okay, damit haben wir jetzt 6 Dark Steel. Das Zombiefleisch nehme ich mal mit, das kann man schön kompostieren. 6 Dark Steel. Und damit können wir uns den Hammerer craften. Das ist richtig nice, denn dem müssen wir nur noch Energie zuführen und dann macht der alles für uns. Und ich würde sagen, hast du schon mal so gecraftet mit den ganzen Dings mit Mods und so weiter? Nein. Okay, kannst du mal gucken oder so schon mal vorbereiten, wenn du willst. Wir brauchen noch ein oder zwei von den Lava-Generatoren. Wenn du willst, kannst du dich schon mal vorbereiten. Okay.
Ja. Eine Erde mehr. Und jetzt brauche ich Eisen. Ich nehme einfach mal einen Stack raus. So übertrieben viel Eisen. Wie sehen die ungefähr aus? So. Einfach unten suchen, Lava Generator. Und dann den ersten, den kleinen. So, wir brauchen okay. Pistons. Also jetzt hier. Jetzt habe ich mir 64 Stück gegeben. Echt? Schmeiß die einfach ins Void und dann geh mal hier unten im Inventar auf Optionen und dann Inventory Cheat Mode off. Okay, ich habe nur eine Frage, wie kann ich das Rezept sehen? Draufklicken. Du musst von Cheat Mode auf Recipe Mode gehen. So, jetzt brauche ich hier noch 3 Eisenblöcke. Genau. Dann habe ich einen Amboss, eine Druckplatte, einen Piston, drumherum Dark Steel. Und damit haben wir von Ex-Astris, ist das ja, von Ex-Astris jetzt unseren Automatic Hammerer. An den kann ich schon mal gleich eine Transfer-Node anschließen, der es dann in das Sieb führt. Und ja, okay, jetzt mache ich. So, lol, warum bist du gerade geleftet? Und warum gibt's bei mir gerade einen Error? So, genau, also hier waren wir Automatic Camera. Bei mir war es irgendwie gerade total komisch, deswegen habe ich jetzt die Aufnahme kurz unterbrochen. Automatic Camera. Und den verbinde ich jetzt einfach mal schon mal hier oben dran mit. Der Input ist da. Und die Cobblestones sollten da jetzt langsam eingefüllt werden. Sollten, werden hoffentlich auch. In der Kiste ist doch was, oder? Ja, ist was. Vielleicht von oben. Hallo? Hat er einen speziellen Input oder sowas? Ja, wir sind sehr professionell. Wir sind sehr professionell. Das finde ich total cool. Nein, das kann ich nicht rausschneiden, falls du dann gleich fragst. Okay, wir machen jetzt einen Toleranzbereich, wie oft das Telefon insgesamt in den Aufnahmen klingeln darf. Lol, wieso wird das da nicht rein hingeputtet? Eigentlich müsste das doch genommen werden. Vielleicht musst du erst wieder so eine Kiste craften, damit das funktioniert. Also mit einer Kiste funktioniert es auf jeden Fall. An der Frage, hört ihr eigentlich den Presslufthammer im Hintergrund? Ich hoffe nicht. So. Automatic Camera. So. In die Kiste müsste jetzt aber was reinkommen, oder? Nicht? Ey, was ist los mit den Teilen? Ah, doch, kommt was rein. Das wird hier auch durch... Ja, das wird hier auch durchgemacht. Okay, das heißt, ich mache mich jetzt schon mal selbst an das Craften des Lava Generators. Zwei Redstone braucht man dafür. Ich mache gleich ein paar. Lava Generator. Hier. Redstone, Gold, Ofen. Okay, das größte Problem wird vermutlich das Redstone sein. Ich kann doch nicht mehrere machen, weil wir nicht genügend Redstone dafür haben. Cobblestone sollten wir genügend haben. Das heißt, ich mache mir einfach mal ein paar Öfen. So. Dann Lava Generator. Redstone. Ach ne, erst Iron Block. Iron Block. Redstone. Oh, ich hatte sogar noch Eisen im Inventar. Das und Gold drumherum. Und dann haben wir den nächsten Lava Generator. Die Teile sind auch echt billig. Was ich mal gucken wollte, wie viel kostet der eigentlich? Transfer Node Energy. Da braucht man das QID-Zeug. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bräuchte solche Energy Pipes. Guck mal, wie es. Energy Pipes? Okay, dafür brauchen wir Redstone. Hast du zufällig noch ein bisschen Redstone rumliegen? Irgendwo so in deinem Inventar? Hm? Nicht. Irgendwo in der Kiste? Also 3 Redstone dürftest du jetzt haben. 3 Redstone? Ich hab 2 gehabt in der Kiste. Wo sind die anderen? Hast du irgendwo hingetan? Ein Redstone ist noch irgendwo da. Okay. In welche Kiste hast du das getan?
Hallo, in welche Kiste hast du das getan? Nee, das andere, eine, das war irgendwo in einer Kiste, da weiß ich nicht mehr genau, wo okay. Es war. Okay, ja gut, dann halt nicht. Ihr seht, wir haben akuten Redstone-Mangel. Ich weiß nicht genau, was ich dagegen machen soll, denn ich weiß nicht, wie man das Redstone bekommt. Falls sich irgendjemand damit auskennt, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wie man easy schnell Redstone bekommt. Irgendwie, ob es da was gibt, was man durchsieben kann oder sowas. Denn das ist echt nervig mit dem Redstone-Problem. Okay, ich würde mal sagen, hier stelle ich jetzt den zweiten Lava-Generator hin. Der jetzt hier auch befüllt wird und Energie produziert. Sehr schön. Und hier würde ich jetzt dann die Energy-Kabel hintun. Und hier dann das Automatic Sieve und so weiter. Da wir das aber momentan nicht so richtig haben. Also das werde ich dann umbauen. Sobald wir das haben, baue ich hier den Lava-Generator hin. Hier den Automatic Camera. Und jetzt nach da eine Transfer-Node. Und jetzt hier hin eine Kiste. Da dran eine Transfer-Node. Und das da oben dran. Das heißt, jetzt müssten hier gleich Cobblestones reinkommen. Ja, okay, erstmal wird es raussortiert. Und dann wird das hier ganz langsam durchgesiebt. Aber es wird durchgesiebt. Und das finde ich so cool. Du musst nichts machen. Es geht halt langsam, aber es geht. Jetzt gucke ich nochmal nach den Speed-Upgrades von Ex-Astris. Hier die. Denn dafür brauchen wir Dark Steel Bore. Okay, das wird teuer. Aber ich guck mal, ob man davon was findet. Denn ich glaube, ansonsten habe ich alles. Aus den Lootbags habe ich hier Redstone Alloy bekommen. Das Vibranium haben wir auch. Das heißt, wir brauchen Dark Steel. Kannst du mal gucken, ob wir noch irgendwo Dark Steel haben oder mitsuchen? Nope, ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ich habe gerade ein Feedback probiert. Oh. Ja, dann viel Spaß. So, und jetzt seht ihr hier, das Automatic Sieve siebt den entstandenen Gravel durch, direkt, und die entstandenen Teile kommen hier raus. Und du bist aus der Welt gefallen? Okay. Ja. Jetzt suche ich mal nach einem Chunkloader. Da. Ah ja, okay, das ist ja ganz easy. Das heißt, wir brauchen Gold und einen Verzauberungstisch. Für den Verzauberungstisch brauchen wir Bücher und Obsidian. Obsidian können wir uns easy herstellen mit den Büchern. Das wird ein bisschen problematisch. Übrigens, ich habe einen Hut, eine kleine Katze. Die Katze verscheucht jetzt den Creeper. Nee, ich verscheuche den Creeper. Okay, da liegt ein Lootbag. Meins. So, das kann raus. Hauptsache, wir haben den Lootbag. Kann ich das bitte haben? Ich habe noch keinen Lootbag. Na gut, hier. Ja. Kannst du mir helfen, bitte? Jetzt habe ich Angst. Ich mache jetzt mal kurz Difficulty Piece vor. Ich repariere gerade mal alles kurz mit Stein. Difficulty 0. Hä, hey, kannst du machen. Kannst du machen, dann wird es vielleicht ein bisschen stabiler oder sowas. Okay, hier haben wir schon mal ein paar. Hier sind auch Bücher, das ist cool. Okay, wir haben schon alles. Hier ist noch Dark Steel. Warte, wenn hier noch Dark Steel ist, haben wir dann vielleicht schon genug? Nee, schade. Wir brauchen Dark Steel, wenn du irgendwas aus Lootbags findest, dann wäre es gut. Soll ich mal alle meine Lootbags öffnen? Jetzt öffnest du den einen. Ich bin ja gerade gestorben, aber ich kann alle meine anderen öffnen. Okay, viel Spaß. So. Ich kann meine Lootbag öffnen. Ja, können wir eigentlich auch machen. So, 2 Dias, Obsidian brauchen wir noch. Hast du zufällig Obsidian? Ja, 1. Okay, nee, es reicht nicht. Haben wir hier noch Molten Obsidian? Nee, wir haben 5 Gold Nuggets in der Smeltery. Ich mache mir einfach mal noch 2 neue Eimer. Hier hinten. So. Ach man, wäre doch wohl einmal craften können. Hier, nehme ich mir einmal so ein Wasser raus. Ich sollte eigentlich mal eine unendliche Wasserquelle machen. Fällt mir gerade so auf. Das wäre eigentlich ganz schlau. Ja.
So. Wir brauchen ja 4 Obsidian, also 1, 2 Obsidian habe ich jetzt schon. Dann habe ich diese coole Farmcraft-Spitzhacke. Ich weiß nicht, inwiefern die gut ist. Die baut auf jeden Fall Obsidian ab. Wenn auch langsam, aber sie baut es ab. Wenn auch sehr langsam. Hier drüben, den haben wir schon die Hälfte. Und dann können wir uns den Chunklauder bauen. Dann lasse ich den Server einfach mal laufen. Ich meine, wenn ihr das Video jetzt seht, dann ist das schon 4 Tage her. Also wird es ordentlich vorproduziert sein. Ups, wieso hat sich da gerade mein Minecraft geschlossen? Also das Fenster deaktiviert. Wenn ihr es seht, ist es eh schon 4 Tage her, dass ich es aufgenommen habe. Das heißt, in der nächsten Folge dürft ihr euch dann darauf freuen, was man alles für Erze bekommt, wenn der Server 24/7 läuft und ganz langsam Gravel durchsiebt. Wie wollen wir ein Case aufnehmen machen? Hast du welche? Ja. Ja, dann gerne. Ich baue noch schnell den Chunk, oder? Und dann können wir das machen. Okay. Ich muss auch einen coolen Hut nehmen. Erstmal ankleiden und danach. Sinnvoll. So. Ich brauche erstmal 2 Dias. Das, ein Buch. Dann haben wir den Verzauberungstisch. Und eine Enderperle, die haben wir am Anfang schon geerntet. Obendrauf. Drumherum Gold. Und dann haben wir den wunderbaren Chunklauder. Den Chunklauder, den stelle ich einfach mal hier drauf. Show Lasers. Und ich erhöhe einfach mal die Chunks ein bisschen, dass auch die Mob-Farm geladen ist. Das wäre doch cool. Ja, was ich auf dem Rücken habe. Ja. Okay, dann platziere ich den Chunkloader doch lieber nach hier. Übrigens, mein Creator LP ist hier für das Schönbauen zuständig. Python MP, verdammt. Sorry, er hieß mal mein Creator LP. Ich habe ihn mit dem Namen kennengelernt und darum könnte es sein, dass ich noch ein paar Mal oft so sage. Das wollte ich nicht. Okay, also auf jeden Fall sollte dieses Ding hier hinten jetzt geladen sein. Ja, ist es. Okay. Siehst du eigentlich auch die Laser? Nope. Okay. Ja gut, zählt für mich. So, wollen wir Opening machen? Okay. Stell uns hier hin. Okay. Ein Produkt. Mach 50-50. Nein, nicht mit Obsidian. Okay, und ich mach 50-50. Zack. Du bekommst eins mehr. Und hier bekommst du auch eins mehr. Dankeschön. Dann können wir 50-50 machen. Okay, möchtest du das Legendary haben? Okay. Hast du ein Legendary? Ja. Cool. Hast du es bekommen? Was? Das Legendary? Nein. Oh nein, ich hab's wieder hier reingezogen. Was hast du denn jetzt alles bekommen? 4 kommen und 2 ankommen. Oh nein. Ein okay. Na egal, einfach trotzdem öffnen. 2 Miniaturherze. Toll. So. Cool, danke schön. So. Dann das hier. Einfach nochmal ein Miniaturherz. Dark Steelboots hier, die kannst du nehmen. Noch eine. 2 Dias und ein Safari-Netz. Das ist cool. Nochmal Dark Steelboots. Hier kannst du haben. Das Eisenschwert braucht man ja eh nicht so richtig, also einschmelzen. So, und jetzt kommen wir zu den coolen Sachen, die Ankommens. Eisenhelm. Willst du haben? Okay. Dann setze ich den auf. Dann kriegst du hier den Protection 2 Helm, der schon fast kaputt ist. Okay. Wieder super viel Crap. Noch ein Miniaturherz und jetzt der Epic Loot Bag kommt. Ich habe einfach nur einen Ring rausbekommen. Was hast du bekommen? Hast du Redstone bekommen? Nein, ich habe ihn nur 3. Ganz schwach. Jetzt bin ich enttäuscht. Habe ich den Ring gerade nicht angezogen? Lol, hat es sich irgendwie verdoppelt? Ich habe auch eine Black Lotus bekommen, was auch immer das ist. Dann tue ich. Ja, das sind hier alles Crab-Kisten. Okay, dann tue ich jetzt mal all mein Crab rein. Oh, ich hab
3 Dark Steel mit. Cool. Cool. So. Okay, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Total erfolgreich. Wir haben hier automatische Erzproduktion. Die ist jetzt wirklich vollautomatisch. Sie ist zwar sehr, sehr langsam, aber sie ist vollautomatisch. Wir produzieren hier Energie mit den Lava-Generatoren. Der Automatic Camera nimmt den Cobblestone aus der Kiste in das Automatic Sieve. Und daraus produzieren wir unendlich viele Erze. Und wenn ich das jetzt einfach mal 2-3 Tage stehen lasse, dann wird da hoffentlich sehr viel zusammenkommen, sodass wir in der nächsten Folge dann super viel Sachen bekommen. Obwohl, ganz automatisch ist es dann doch noch nicht. Dazu müsste ich es erst noch mit Autocraft an die Smeltery anschließen. Das wäre dann das nächste Projekt, aber dazu will ich das Ganze erst effizienter machen. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Like da, denn es war sehr, sehr schwierig. Oh, du hast den Skelettkopf auf. Es war sehr, sehr schwierig, zusammen mit Minecraft Python LP aufzunehmen. Es hat ziemlich lange gedauert, ehe sich das so richtig ergeben hat. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.